Ich werde euch von Herkules erzählen. Halb Mensch, halb Gott. Herkules, wir alle kennen deine Legende. Du bist der Sohn des Zeus. Gebt mir eine echte Herausforderung. Dein Name ist ein Schlachtruf. Ich will euch nur Ehemann und Vater sein. Willkommen daheim, Geliebter. Die Götter haben die Tore der Hölle geöffnet. Das sind die Nachkommen des Hades. Sie können nicht getötet werden von einem Sterblichen. Wenn du uns hilfst, wiegen wir dein Gewicht mit Gold auf. Hau rein. Wohin gehen wir? Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist nicht geeignet für ein Weib. Hast du das gesehen? Man sagt, du könntest in die Zukunft sehen. Hast du deinen eigenen Tod erblickt? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut zu wissen. Und wir sind mitten in eine Falle gelaufen. Deine Legende endet hier. Sollte ich mich fürchten. Steht nicht einfach rum, tötet jemanden! Rette diese Menschen. Rette deine Familie. Sorge für Ordnung auf der Erde. Wir werden für dich kämpfen. Und für dich sterben. Bist du nur eine Legende? Oder bist du auch der Mann hinter der Legende? Mach bloß keinen Ärger. Ja! Wo gehst du hin? Ärger machen. Meine Zeit ist gekommen. Entschuldige, aber das war mein großer Moment. Gern geschehen. Ich habe unzählige Frauen. Ich habe unzählige Waffen. Ich habe alles gehabt. Was ihr Menschen anbetet. Meine Herrschaft wird auf dieser Welt ewig gefürchtet sein. Nein! Der König der Herakliden, Hyperion, hat den Menschen den Krieg erklärt. Wenn sich einer von euch in das Schicksal der Menschheit einmischt, wird die Strafe verheerend sein. Wenn es einen Menschen gibt, der sie gegen Hyperion führen kann, dann ist es Theseus. Die Götter mögen auf deiner Seite sein, aber deine drei Frauen werden sterben. Von jenen, denen viel gegeben wird, wird viel erwartet. Heute können wir erreichen, was uns nie vergönnt war! Heute kämpfen wir für die Ehre! Die Götter haben gut gewählt. Die Ekstase von Stahl und Fleisch. Schweiß und Muskeln und rasender Wut. Leonidas und die tapferen 300 sind tot. Habe ich nicht genug für deinen Traum eines vereinten Griechenlands geopfert, Themistokles? Ein König. Ein Ehemann. Räche ihn. Nur die
kann die Griechen besiegen. Du wirst ein Gottkönig sein. Für den Ruhm! Krieg! Generals gathered in their masses. Ich werde die Griechen angreifen mit meiner ganzen Flotte. Just like witches at black masses. Sie hat ihre Seele dem Tod selbst verkauft. In the fields of bodies burning. Sie wird uns die Hölle bringen. As the war machine keeps turning. Heute werden wir auf den Körpern toter Griechen tanzen. Du bist kein Gott, nur ein Mann. Kämpft für euren Ruhm! Jeder soll wissen, dass wir lieber aufrecht sterben, als auf Knien zu leben. Du wirst Ruhm ernten, mein Sohn. Viele tausend Jahre lang wird man Geschichten über deine Siege schreiben. Die Welt wird sich an deinen Namen erinnern, Achilles. Die Legende erzählt von einer Königin, die ihren König betrog. Wir werden zusammen sein, in dieser Welt oder der nächsten. Deren Liebe zwei Königreiche. Ich will sie wiederhaben. Wirst du mit mir in den Krieg ziehen, Bruder? Gegeneinander aufhetzte. Ich lasse nicht zu, dass du ihretwegen einen Krieg beginnst. Soll Troja verbrennen für diese Frau? Sie kommen um meinetwillen. Dies wird der größte Krieg, den die Welt jemals gesehen hat. Dafür brauchen wir den größten Krieger. Sie erzählt von einem Helden, dessen Streben nach Ruhm. Sie warten auf mich. Ich mache ihre Mauern dem Erdboden gleich. Und wenn es mich 40.000 Griechen kostet. Einen Krieg entfacht, von dem die Welt noch lange berichten wird. Die Unsterblichkeit! Holt sie euch! Sie gehört euch! Ich verlange nicht von dir, dass du meinen Krieg führst. Das hast du bereits getan. Der Verlierer wird brennen, noch vor Einbruch der Nacht. Bevor meine Zeit gekommen ist, werde ich mich über deinen Leichnam beugen und ich werde lächeln. Für Troja! Hektor! Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Spartaner sind direkte Nachfahren von Herkules. Wir treten niemals den Rückzug an, geben niemals auf. Es kann für uns auf Erden keine größere Ehre geben, als auf dem Schlachtfeld zu sterben. Spartaner, die besten Soldaten, die die Welt je gesehen hat. Jetzt ist alles ruhig. Sie kamen aus der Dunkelheit. Fürchtet euch! Sparta wird bis auf seine Grundfeste niederbrennen. Die tausend Nationen des Persischen Reiches werden über euch herfallen. Lothar aus meinem Volk mit Sklaverei und Tod? Das ist Wahnsinn! Wahnsinn. Das ist Sparta! Wir werden standhalten und kämpfen. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Ein Zeitalter der Freiheit wird kommen. Und alle werden wissen, dass 300 Spartaner es bis zum letzten Atemzug verteidigt haben.
speisen wir in der Hölle! Schenkt ihnen nichts, aber nehmt ihnen alles, was sie haben!